Die leben hier einfach. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt, weil es soll wohl ziemlich gut sein. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu unserem zweiten Hawaii-Vlog. Leute, wir haben heute was richtig Tolles vor. Es ist noch sehr, sehr früh morgens. Wir haben es jetzt 7 Uhr und wir machen heute einen Ausflug. Und zwar fahren wir die Road to Hana oder Hana. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und wir haben jetzt hier gerade für die Full Experience haben wir gerade das Dach geöffnet von unserem Jeep. Ich freue mich gerade so sehr. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt gerade erstmal noch einen Kaffee geholt und frühstücken jetzt hier noch ein bisschen im Auto. Wie immer gibt es natürlich einen Cream Cheese Bagel. Ich finde, die sind so lecker. Ich finde, das ist das beste Frühstück, was man haben kann, wenn man in den USA ist. Und Felix isst jetzt hier noch sein Oatmeal. Dann geht's los. Auf was freust du dich am meisten? Ich glaube, auf einfach die Fahrt so. Das sollen wohl 600. 600 Kurven. Ne? Hm, irgendwie sowas. Und zwar sollen es da einfach so 600 Kurven geben. Also für alle, die ein bisschen Schwierigkeiten haben und ein bisschen carsick werden. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Aber wir haben eigentlich damit kein Problem. Aber ich bin auch noch nie 600 Kurven in meinem Leben gefahren. Oder Felix fährt sie, ja. Ich bin ja hier richtig schön in dem Urlaub. Passenger Princess. Und auf jeden Fall ein paar Wasserfälle. Wir wollen auf jeden Fall heute Shaved Ice probieren. Und so ein Banana Bread. Und ja, ansonsten sind wir sehr gespannt. Ein bisschen wandern, ein bisschen zu den Wasserfällen gehen. Und da freue ich mich. Let's go. Ich freue mich so über dieses Dach. Und dieser Ausblick hier. Wir stehen hier gerade bei Target. Ich habe die perfekten Wanderschuhe im Übrigen an, um so eine Steps hier zu machen. Es ist auf jeden Fall ein Wasserfall, aber es ist nicht der, den wir finden wollten. Wir haben uns auch ein paar Mal tatsächlich verlaufen. Do you know how many curves exactly? Well, let's take a quick guess. I'll give you three options. Okay. More than 200, more than 400, or more than 600 curves. More than 600 curves. What's your guess? Well, if you guessed more than 600 curves, you're pretty darn close. In fact, there's exactly 620 curves in the road today. Wir haben einfach so einen Guide uns gekauft. Der gibt uns die perfekten Hawaii-Vibes. Weißt du, was wir jetzt machen, Schatz? Kurz einen Stop, einen Snack-Stop. Wir machen einen Taste-Test. Wir waren ja gestern mal mit Target. Und wir haben Sour Patches geholt. Ich liebe Sour Patches. Und die gibt es einfach mit Peach. Not so sour. Warte. Cheers. Ich glaube, ich bin enttäuscht. Weißt du, wie die schmecken? Die schmecken gut, aber die schmecken wie die deutschen... Was haben wir denn in Deutschland? Pfirsichringe. Die sind wie Apfelringe mit Pfirsich. What would you rate it? 5 out of 10. Na gut, geben wir eine 5. So, weiter geht's. Wir sind jetzt gerade in so einem richtig krassen Wald. Okay, also das hier, ach guck mal, hier sind Schilder. Das hier ist auf jeden Fall die Monstera. Die haben wir auch bei uns zu Hause. Und das könnten Rainbow Eucalyptus sein, oder? Australien. Was? Australien. Sydney Blue Gum. Aber die sehen halt so krass aus. Aber ist das Eukalyptus? Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Und echt, ich bin so ein schlechter Pflanzenmensch. Aber ich glaube, so sah es auf dem Bild aus. So ein Rainbow. Sieht schon echt cool aus, ne? Ja, wollen wir nochmal? Ich glaube, das sind die Rainbow Eukalyptus. Wir haben sie gefunden. Ja, und jetzt drehen wir wieder um. Wir gehen noch ins Wende, ja. Okay. Und hier riecht es extrem nach Lemongras. Okay, wir haben jetzt den kleinen Stopp gemacht. Und wir werden jetzt hier ein bisschen Bananenbrot kaufen. Leute, das sieht einfach so krass hier aus. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt, weil es soll wohl ziemlich gut sein. $10 einfach. Hi. How can I help you guys? So we take one of the banana bread. Okay. Oh, wie cool, das ist so mit für Headache und so.
richtig heiß und schwer. Das schreit ganz doll nach Luisa. Leute, wir sind einfach an einem Black Sand Beach angekommen. Schaut euch das mal an, aber es ist richtig steinig und es kommt vom Lava, ne? Ja. Ja. Und hier sind auch richtig krasse Wellen, richtig cool. Hey Friends, wir waren gerade bei den Wellen und es ist wie so ein krasses Wellenbad. Das war richtig cool. Aber es war anstrengend, fand ich. Ja. Aber es ist richtig Spaß. Seht ihr das? Ja. Die leben hier einfach. Oh, da sind ein paar Babys dabei. Ich wünschte, ich könnte euch so einige Sachen hier zeigen aus Hawaii, aber so wie das alles in echt aussieht, so kriegt man das einfach nicht auf die Kamera rauf. Es ist so crazy, Leute. Es ist auch einfach so schön, hier überall lang zu fahren, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist alles so richtig so peaceful und keine Ahnung. Es ist einfach unheimlich schön. Schaut mal. Der ist riesig. Leute, wir sind heute schon wieder den ganzen Tag unterwegs. Also den Vormittag. Aber ein bisschen entspannt. Wir hatten heute ein richtig gutes Frühstück. Und danach sind wir, ich blende euch mal hier gleich ein Bild ein. Wir waren nämlich Shaved Eis essen. Zum ersten Mal. Das ist hier einfach so eine Tradition. Und jetzt machen wir was so Cooles. Ich habe noch ein bisschen Ohrdruck, deswegen weiß ich nicht, ob ich gerade laut oder leise rede. Es sieht so geil aus. Es sieht so krank aus. Ich zeige euch das jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wir steigen jetzt hier aus. Ich vor allem noch in meinem Sommeroutfit, aber ich habe natürlich auch lange Sachen mitgenommen, weil es ist hier ein wenig kälter. Ich raste aus. Hier ist richtig gute Luft oben. Schaut mal. Wäre meine Mutter jetzt dabei, die wird wahrscheinlich sowas irgendwie dieses Ida den Fall kennen. Wie crazy ist das? Okay, Kamera weg, jetzt wird Moment genossen. Leute, es ist auf diesem Berg hier einfach so frisch. Wir sind jetzt komplett oben. Schatz, wie weit oben sind wir? Felix hat hier alles im Weg. Wie ist unsere Höhe? 3000 Meter. 3000 Meter hoch. Dementsprechend ist es hier ein wenig kalt. Aber wenn ich nicht vorbereitet wäre auf diesen Tag und auf diesen Moment. Und zwar ziehe ich mich jetzt nochmal ganz kurz um. Ich habe tatsächlich eine lange Hose mitgenommen in Urlaub. Und zwar ist die von Armed Angels. Und die hatte ich letztens auch in Berlin schon ein paar Mal an. Weil ich liebe die. Die ziehen wir jetzt an. Und ich habe auch tatsächlich noch einen richtig schönen Cardigan. Also ich bin nicht nur perfekt vorbereitet für Hawaii auf dem Berg 3000 Meter hoch, sondern auch perfekt für den Herbst, der bald kommt, wenn wir wieder zu Hause sind. Ich hoffe, ich kann euch die Hose jetzt überhaupt zeigen, aber es ist momentan wirklich meine absolute Lieblingshose. Die sitzt, Leute, die sitzt 1A. Und gerade wenn ihr euch so ein bisschen mit diesem Capsule-Wardrobe beschäftigt, ist Armed Angels einfach absolut perfekt dafür. Und es ist jetzt tatsächlich meine erste dunkle Hose. Und sie sitzt so gut. Ich zeige euch das jetzt mal. Und ich habe auch noch einen richtig süßen Cardigan. Und zwar sieht der so aus und der ist in beige. Was sagst du zu meinem 3000 Meter Höhe Outfit? Super. Was ich in Armed Angels wirklich absolut liebe, ist nicht nur das Aussehen von den Klamotten, sondern auch das Material. Denn die Sachen sind hergestellt aus nachhaltigen Materialien. Und die Sachen sind auch mit Bio-Baumwolle und recycelter Baumwolle hergestellt. Also finde ich das richtig gut. Und ihr solltet euch unbedingt mal diese Jeans und diese Basics einfach anschauen. Weil ich finde, die passen wirklich in jeden Kleiderschrank. Und momentan gibt es sogar noch 15% mit dem Code SchwesterLuisa15. Und der Code ist gültig bis zum 13.10. Und ich werde jetzt mit meinem super coolen Outfit diesen Berg noch ein bisschen weiter hochlaufen und mir die Wolkenkratzer anschauen.
aber auch nur wegen dem Wind, aber es sieht so krass aus. Aber mir ist kalt. Aber ist egal. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Oh mein Gott. Erstmal eine kalte Pepsi, die sind richtig gut. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Target, denn Felix hat gestern meine Trinkflasche kaputt gemacht und deswegen brauche ich jetzt noch eine neue. Ja, ich bin komplett so Trinkflaschen und Stanley. Verrückt. Verrückt. Aber das ist auch okay. So, da fahren wir jetzt auf jeden Fall hin und dann gehen wir in so eine richtig kleine, süße Stadt. Da sind so ein paar Geschäfte, da wollte ich doch noch mal ein bisschen stöbern. Und dann wollten wir an den Strand, wo es Turtles gibt und wo ganz viele Leute surfen. Da waren wir auch tatsächlich schon. Aber ich weiß nicht so ganz, wie ich da ein Surfboard hinkriegen soll. Aber die beiden sehen so cool aus und deswegen dachte ich, vielleicht frage ich einfach ein Local, ob ich mal deren Surfboard mal kurz ausleihen darf. Aber mal gucken, ob ich mich das überhaupt traue. Ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich, selbst wenn wir nur ein paar Surfer beobachten. Leute, ihr bekommt jetzt hier die volle Experience. Also erstmal zum Starbucks drin. Finde ich super. Der ist nämlich direkt immer am Eingang. Und es ist einfach riesig. Ihr kriegt hier alles und es ist alles so schön. Und gerade auch so viel Deko und so. Okay, wir nehmen jetzt gerade noch die Trinkflasche mit. Das ist einfach eine Basic-Trinkflasche. So, jetzt zeige ich euch, was ich so toll finde an Target. Ich muss noch die Abteilung suchen. Also erstmal gibt es halt so viel Spielzeug und so. Und seht ihr, kennt ihr mal diese YouTube-Videos, wenn die Amis so einkaufen gehen für den Herbst oder so? Und das kann man hier einfach so gut machen. Also diese ganzen Home-Sachen und so sind einfach so krass. Ich würde hier so gerne einfach so richtig shoppen gehen. Und dann sind hier alles so nach Herbstsachen sortiert. Schau mal, das sind die neuen Limited Edition Stanley Cups. Den habe ich auch tatsächlich schon mitgenommen. Da gab es letztens aber auch noch ein paar andere. Ich kann nicht mehr, Leute. Ah, guck mal, neue Farbe. Hör mal. Aber das sind die etwas kleineren. Da sind nur 880 Milliliter drin. Die sind mir zu klein, aber richtig schön. Die habe ich auch zu Hause. Gerade so für Proteinshakes, richtig cool. Gibt es auch in Schwarz. Also es gibt hier wirklich alles. Dollar. 5 Dollar, das ist so günstig. Und ich denke mir halt so, ja, dann würde ich halt auch... Für links? Also, ich würde das halt, ich würde die ganze Wohnung umdesignen, immer zu jedes, so Frühling, Sommer, Herbst und schon Winter. Lustig, aber es das ist halt schon cool. Es ist unnötig, aber es ist schon wirklich mega cool. Leute, wisst ihr, was ich dafür geben würde? Diese Creamer. Den gibt es auch jetzt einfach schon mit Pumpkin Spice. Ich würde den so gerne mitnehmen. So, einfach hier die Cornflakes. Da ist auch ein leckerer Cornflake. Pop-Tarts bin ich aber nicht tatsächlich so ein großer Fan von. Shopping-Vlog. Ich sag dir, das wird jetzt ein Ich verführe euch in die Starten-Vlog. Die nehmen wir sonst immer mit. Die haben wir tatsächlich noch zu Hause, weil wir letztes Mal diese fette Family-Size gekauft haben. Noch eine größere. Diese XXL. So, unsere kleine Ausbeute für den Strand. Swedish Fish, habe ich noch nie probiert. Und Sour Patches. Und Watermelon Lime. Das sind auch mit Probiotikern. Ich habe zwar heute schon meine Probiotika getrunken, aber egal. Kann nicht schaden. Die sind richtig lecker. Was man halt so am Strand alles findet. Schaut mal, die sind einfach riesengroß. Aber wir nähern uns denen mal nicht, weil die brauchen Ruhe und brauchen auch diesen Weg zum Strand immer. Wie süß sind die Wetter. Ich wollte schlafen. Es ist 6 Uhr morgens.
So, wir haben jetzt gerade mal ein bisschen gehalten. Sonne ist jetzt aufgegangen. Jetzt sind wir schon wieder ein Stückchen runtergefahren. Aber wie schön sieht das bitte aus. Oh mein Gott. Aloha. Aloha. Heute ist unser letzter Tag in Maui. Und eigentlich hatten wir gestern vor, einen Helikopterflug zu machen. Dann gab es aber ein paar Probleme. Dann hatten wir heute vor, einen Helikopterflug zu machen. Der wurde jetzt auch wieder abgesagt. Und deswegen hatten wir einen sehr, sehr traurigen Morgen. Weil das war Felix sein Geburtstagsgeschenk. Aber wir haben jetzt auch eine andere Tour gefunden. Und wenn die klappen sollte, dann freuen wir uns auch sehr, sehr doll. Ansonsten steht heute Surfen auf dem Plan. Ich wollte unbedingt wieder an den Strand, wo wir auch gestern waren. Da sehen die Wellen nämlich so, so cool aus. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Wellen hier nicht so... Die sind zwar hoch, aber die haben nicht so viel Wucht und so viel Energie irgendwie. Und das beruhigt mich dann sehr. Also das mag ich sehr gerne. So, jetzt geht es auf jeden Fall erstmal zum Starry. Dann geht es zum Strand und dann, fingers crossed, geht es zum Helikopterflug. Was machen wir jetzt? Eis. Checkt Eis. Leute, es ist einfach so lecker. Man kann hier einfach aus so vielen Sorten entscheiden. Und man kann auch tatsächlich noch eine Kugel Eis so rausnehmen. Aber hier waren wir es jetzt mal auch schon. Das ist richtig gut. Thank you. Ich bin voll gespannt, wie es jetzt schmeckt. Lecker. Oh, Cherry ist richtig gut. Mein Mund ist so, oh mein Gott. Lippenstift for free. Es geht nach Oahu, Honolulu. Yay! Willkommen auf Oahu! Wir sind einfach angekommen und wir sind schon vorhin angekommen, aber kamen jetzt erst in die Airbnb rein und waren deswegen ein bisschen bummeln. Und jetzt haben wir unser Auto genommen, sind in die Airbnb und fahren jetzt erstmal einkaufen. Und Leute, unsere Airbnb ist einfach direkt am Strand. Es ist so schön. Ich zeige euch mal kurz meinen Ausblick. Das ist der schönste Ausblick. So, eigentlich wollten wir nur Frühstück einkaufen. Ist ein bisschen eskaliert. My American Dream, Leute, ich sag's euch. Einen wunderschönen guten Morgen aus Oahu. Und bevor dieser Vlog jetzt zu Ende geht, Leute, muss ich euch unbedingt noch die Lage unseres Apartments zeigen. Ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Es ist noch sehr früh morgens. Wir haben leider ein paar Bauarbeiten bei uns. Deswegen ist es relativ laut, aber ich glaube, dass wir die Airbnb auch ein bisschen reduziert haben. Aber es ist auf jeden Fall mega schön, deswegen gehen wir jetzt mal raus. Als mein Outfit. Ich habe nochmal die Jeans von Armed Angels angezogen. Ich liebe die. Ich freue mich auch schon richtig, wenn ich die stylen kann in Berlin wieder, weil da sind die Temperaturen gerade etwas kälter. Jetzt gehen wir los. Hier ist auf jeden Fall unsere Küche. Wir haben auch gestern schon richtig schön eingekauft. Wir freuen uns jetzt gleich richtig, ein paar Bagels zu essen. Und ein bisschen Müsli. Ist so richtig in meiner... Auch diese Kühlschränke hier. Ich bin richtig in meiner American Era. Oh, ich lieb's, Leute. Ich habe einfach diesen Creamer hier geholt. Oh mein Gott. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Und dann haben wir hier ein zweites Schlafzimmer. Das ist praktisch jetzt unser Schlafzimmer. Und hier wird leider gebaut. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt durchkommen. Well, gute Frage. Nächste Frage. Okay, hier sieht es jetzt ein bisschen ramschig aus. Ich hoffe, jetzt fällt uns nichts auf den Kopf. Auf jeden Fall hier einmal lang. Und da ist einfach wie traumhaft ist es, Leute. Da ist noch ein Pool. Da kann man sich Surfboards und so einfach nehmen. Excuse me. Leute, das ist doch ein absoluter Traum. Und wenn jetzt noch die Bauarbeiten aufhören, dann ist es noch ein Träumchen mehr. Und ich würde sagen, dass wir den Vlog an dieser Stelle beenden. Und nächste Woche kommt natürlich noch ein letzter Hawaii-Vlog. Aber ja, unser Urlaub ist jetzt praktisch in der Halbzeit. Und ich will noch nicht nach Berlin. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bye!